So, hier also eine Blume. Kakaobohnen. Mit Kakaobohnen müssen wir nochmal gucken. Also das wird so mit dem klassischen Aussäen natürlich nicht funktionieren. Wenn das so wie im klassischen Minecraft ist, dann müssen wir halt Tropenstämme irgendwo hinsetzen. Aber das können wir ja vielleicht auch anfangen. Wenn wir hier schon richtig Ackerbau machen, dann machen wir es jetzt auch komplett mit allem drum und dran. Was wir brauchen, ist nochmal eine Hacke. Hacke, 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 Hacke. Nein, ich bin nicht Hacke, ich will nur eine Hacke. Mein Gott, was ist denn jetzt? Eisen. Ich will nicht so viel Eisen verbrauchen. Kann man nicht so viel. Ich muss damit noch ein bisschen geizen. Noch bin ich nicht in der Position, dass wir verschwenderisch mit diesen Dingen umgehen können. Wieso habe ich hier eigentlich noch einen gekochten Oktopus in meinem Bestand? So, das nehmen wir gleich für draußen mit. Den essen wir jetzt einfach mal. Achso, nee. Was war denn hier eigentlich noch drin? Hier sind nur solche Häppchen drin, die eigentlich nicht viel bringen. Da war nichts mehr im Ofen. Da war noch ein Fisch, den wir dankend entgegennehmen. Den setzen wir einfach mal hier rein. Und was wollte ich denn jetzt? Achso, Pilze. Ich könnte mir eigentlich auch mal eine Pilzsuppe machen. Hier sind die Schüsseln dazu. Pilze, Pilze, Pilze. Die waren ja hier drin. Ob man daraus wohl eine Suppe machen kann? Ich glaube, daraus geht das nicht. Also man kann irgendwie nicht aus allen Pilzen eine Suppe machen. Ich probiere das nochmal eben. Wir haben hier die verschiedensten Pilzarten. Ich meine, aus Fliegenpilzen eine Suppe zum... Grüner Knollenblätterpilz, der ist doch auch giftig. Wir testen das trotzdem mal aus. Irgendwie war das so mit der Schüssel. Wie war denn das jetzt? Irgendwie so? Ah, wie macht man denn nochmal eine Pilzsuppe? Das ist ja jetzt irgendwie... So sollte das jetzt nicht sein. Wo war denn das mit der Pilzsuppe hier? Pilze, Pilze, Pilzsuppe. Wo sind diese Schalen denn? Hilf mal gucken. Ich muss sie jetzt erstmal suchen. Was haben wir da denn? Barley Soup. Ja, das ist natürlich nicht das, was ich jetzt möchte. Ja, toll. Das muss man natürlich jetzt erstmal finden. Potato Soup. So, Kartoffelsuppe. Hier ist übrigens Toast. Also Toast können wir eigentlich schon machen, wenn wir jetzt wollten. Das wäre schon möglich. Das probieren wir natürlich auch aus. Aber jetzt muss ich erstmal eine Pilzsuppe machen. Ich habe doch schon mal Pilzsuppen gemacht. Wo ist denn jetzt? Das muss ja irgendwie... Das muss ja irgendwie mit der Anordnung der Pilze funktionieren. Turnipsuppe. Hier gibt es die unterschiedlichsten Suppen. Wo sind denn die ganzen Pilze jetzt? Ja, da kann man jetzt natürlich, wenn man jetzt... nicht richtig sucht, dann kann das länger dauern. Was ist das denn hier? Heavy Cream. Pumpkin Soap, Kürbissuppe. Apple Sauce, das wird wohl Apfelmus sein. Manometer. Kann man jetzt hier nicht stundenlang suchen? Das ist doch nicht Let's Play tauglich, wenn ich jetzt hier ewig rumsuche. Ah, huch, da haben wir es ja schon. Sehr schön. Pilzsuppe. Daraus können wir eine Pilzsuppe machen. Wollen wir mal gucken, ob wir auch eine Pilzsuppe aus Knollenblätterpilz machen können. Oder aus diesem Toadstool. Daraus geht es nämlich nicht. Daraus geht es nicht. Wo ist denn der Knollenblätterpilz jetzt? Also grüner Knollenblätterpilz ist super giftig. Kann man auch keine Suppe draus machen. Ist auch sehr vernünftig, dass das nicht funktioniert. Fliegenpilz. Auch daraus geht es nicht. Aber aus diesen Pilzen kann man... Ne, Moment, das war der Knollenblätterpilz. Was ist denn damit eigentlich? Tintlingsstäubling. Hört sich auch nicht giftig an. Geht aber auch nicht. Pilzpulver. Herstellung fermentierte Spinne. Pilzeintopf. Aber einen Pilzeintopf kann ich davon doch machen. Wieso geht das denn jetzt nicht? Da muss ich wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Zutaten haben. Ja, gut. Okay.
Man muss ja nicht alles auf einmal wollen. Das schauen wir uns nochmal in Ruhe an. Die drei Dinger tun wir erstmal weg. Die Pilzsuppe. Die legen wir erstmal rein. Und die ganzen anderen Pilze auch. Die kommen wieder hier rein. Zack, zack, zack. Dann können wir unsere Baumwollzucht... Achso, habe ich jetzt meine Hacke eigentlich? Meine Hacke habe ich jetzt mitgenommen. Und... Ach komm, ich matsche so gerne. Ich nehme noch ein paar Matschhacken mit. Das ist doch ganz nett. Also mit Matschhacken zu arbeiten, das ist Tropenholz. Ein paar Stöcker wollen wir nochmal machen. Dann nehmen wir nochmal eine schöne Matschhacke mit. Ach, was soll der Geiz. Da wird das Holz richtig durchgebracht. 5, 6. 5, 6. Oh, es hackt sich wunderbar. Und den letzten Fisch. Boah. Haha. Boah. Saugeil. Sehr cool. Oh, die Baumwolle wächst auch gut. Da wollen wir doch gleich mal die anderen Sachen mit aussäen hier. Ja, das war's schon. Jetzt haben wir hier noch Melonenkerne. Wo bringen wir die denn nochmal unter? Ach so, die müssten wir jetzt hier unterbringen. Aber wir müssen ja, zunächst erstmal Wassergraben machen. Sonst hat das hier alles überhaupt keinen Sinn hier. Erstmal müssen wir ein Wassergraben machen, bevor wir das hier alles... Auch die Kakaobohnen. Dazu brauchen wir aber erstmal die Eimer. Und die sind hier drin. Nehmen wir mal beide mit. Und schöpfen einfach mal aus den anderen Gräben Wasser raus. Nehmen wir auch mal gleich zwei Eimer mit. Dann hat man umso schneller das Ding auch fertiggestellt. So, der Graben müsste jetzt 1, 2, 3, 4. Ich mache immer Vierer rein. Das ging, glaube ich, auch 5, aber irgendwie habe ich mir angewöhnt, immer Vierer rein zu machen. Ach Quatsch, das muss hier ja gar nicht sein. Da kann ja nochmal 4 rein. 1, 2, 3, 4. Es würde ja reichen, wenn man hier den Wassergraben hinmacht. Habe ich ja auf einer Seite auch so gemacht. Gut, dass ich es noch gemerkt habe. So würde es völlig ausreichen. Wir können eine große Fläche wieder neu kultivieren. Das soll jetzt auch genau abschließen. Also müsste das bis hier gehen. Folglich müsste ich ein ganz klein wenig Terraforming machen. Oh, da muss ich auch dringend eine andere Schaufel für haben. Mit dieser Schaufel geht das ja überhaupt nicht. Ist ja fürchterlich lahm. Nee, nee, nee. Das muss noch ganz anders kommen hier. Das muss noch richtig professionell aufgezogen werden. Das ist hier noch gar nichts. Das dauert alle viel zu lange. So. So und so. Da machen wir nochmal ein bisschen Basalt ab. Basalt ist ja auch eine Gesteinsart, die jetzt zum Beispiel als Untergrund für Straßen verwendet wird. Ich wollte hier eigentlich schon mal einen Weg bauen, habe mich aber noch nicht entschließen können, was ich denn da eigentlich für Gesteine verwenden möchte. Ich hätte vielleicht auch Holz verwenden können, aber Holz für einen Weg ist jetzt auch nicht so unbedingt üblich. So, dann wollen wir mal... Ich muss das immer irgendwie von dieser Seite machen. Huch. Aus der Mitte. Ist denn du? So. Also ich habe mich noch nicht entscheiden können, was ich jetzt eigentlich hier machen möchte. Als Material für einen Weg muss ich mir halt noch genau überlegen. Es gibt so viele Gesteinsarten. Aber ich sag mal, Granit für so einen Weg, das passt irgendwie nicht. Und Bruchstein passt auch nicht so. Das wollte ich jedenfalls nicht mehr haben. Das ist so standardmäßig. Da denke ich mir, da muss es doch was anderes geben. Aber ich konnte mich halt noch nicht entscheiden, was ich denn da jetzt wirklich nehmen möchte. So, was wir jetzt hier auch mal machen können, ist, dass wir hier irgendwo mal Steine hinsetzen, dass wir das Ganze hier mal reichlich ausleuchten. So, ich stelle jetzt hier erstmal provisorisch ein paar Fackeln hin, dass das insgesamt einfach mal ein bisschen heller wird. Aber das ist noch nicht das Ende. Das muss auf jeden Fall noch besser kommen. So, dann nehmen wir mal die Crafting-Tool hier weg. Die kommt erstmal ein bisschen weiter in die Ecke. Die stellen wir hier oben erstmal hin. Da wird sie auf Dauer auch nicht stehen. Aber es baut sich auch alles langsam auf. Ja, es ist halt viel zu dunkel. Eben mal schnell schlafen legen. Wir schlafen eine Runde.
und sehen mal, was der nächste Tag bringt. So. Tschüss. Vielen Dank für das vergammelte Fleisch. Komm, wir brauchen erst die Matschhacken auf. Matschhacken. Eins. Zwei. Ich finde das so heftig. Zwei haben wir schon verbraten. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Okay, das waren alle Matschhacken. Jetzt muss ich doch auf die Eisenhacke zurückgreifen. Die hält ja nur zum Glück ein bisschen länger. Die ist ja schon etwas ergiebiger. Was ist das denn hier? So. Fackel. Und auf dieser Seite auch nochmal. Zwei, drei, vier. Bis hierhin geht's auf jeden Fall. Das kann doch nicht wahr sein. Wie schnell gehen diese Hacken denn kaputt? Ist echt unglaublich, wie schnell die kaputt gehen. So, bis hier muss es gehen. Das mache ich jetzt fertig. Also, das mache ich jetzt fertig. Das kann ich ja so nicht stehen lassen. Das muss auf jeden Fall fertig gemacht werden. So, drei. Schweren Herzens sehen wir nochmal zwei Eisen. Aber da muss es auch gut sein. So. Das nehmen wir mal mit. Wollen wir noch ein paar Matschhacken machen? Ah, komm, lass uns noch ein paar Matschhacken machen. Egal. Ein paar Matschhacken können wir noch machen. Fünf Stück? Ja, können wir gar nicht mehr. Ja, sonst in der Truhe hätten wir. Ach, vier reicht auch. Wir haben zwar noch in der Truhe noch genug Matsch, aber was. Was soll's? Wir wollen ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir wollen ja nicht so sein. So schone ich meine Eisenspitzhacke ein bisschen, Eisenhacke ein wenig. So, das war sie schon wieder. Ich habe Angst, dass sie nicht reicht. Muss sie aber eigentlich. Ja, die wird reichen. So, die Qualität des Eisens ist auch nicht mehr das, was es mal war, ne? Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine schöne Fläche. Boah, der Bambus, warte mal, ich hau mal einmal dran. Ich muss jetzt einmal da dran hauen. Habe ich noch genug Platz? Reichhaltige Ernte. Ich frage mich, was man damit eigentlich machen kann. Aber ich bin sicher, können wir bestimmt einrichtungstechnisch einiges von verwenden. Mein Gott, wo fliegt der denn überall hin? Also den habe ich jetzt wirklich mehr als reichlich. Was kann man daraus denn machen? Pfähle, Mosobambusfahl. Mal eben. Was kann ich denn damit machen? Kann ich das so schon? Ah, okay. Ja, das ist ja was. Das sind Pfähle, Bambuspfähle. Ne, Moment, das passt sogar vom Farbton her zum Haus. Ich setze jetzt einfach mal ein paar hin. Das hat jetzt keinen tieferen Hintergrund. Ich will die einfach nur mal setzen, damit ich gucken, wie die, dass ich sehen kann, wie die wirken. Und die wirken doch recht nett. Dann machen wir jetzt so eine kleine. So. Kann man die denn auch.
Dazwischen kann man jetzt keinen setzen. Das geht nicht. Dass ich da jetzt noch einen dran baue, das geht soweit nicht. Aber die sind ganz schön stabil. Die kann man so ohne Werkzeug, dauert das schon, bis man die kaputt kriegt. Die sind schon relativ rustikal, die Dinger. Ach, lassen wir erstmal so stehen, ist doch ganz nett. Ich glaube, da können wir auch noch ziemlich coole Sachen auf Dauer von machen. Zurück zu unserer Sache hier. Was wollen wir jetzt hier eigentlich machen? Wir wollen Melonen anbauen. Der Pilz, was macht der Pilz denn noch hier? Den brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Eimer, das ist der ganze Bambus. Also es geht jetzt hier um Kakaobohnen und um Melonenkerne. Melonenkerne setzen wir einfach mal hier hin. Da machen wir eine Reihe von. Die sind ja so klein, die sieht man am Anfang überhaupt noch nicht. Was hier auch noch fehlt, sind Kürbisse, ne? Es ist zwar so das Standardgemüse, aber hätte ich natürlich trotzdem gerne noch in meinem Inventar. So, Kakaobohnen. Die müssen jetzt eigentlich ganz woanders hin. Die müssen jetzt eigentlich... Hier müssen eigentlich die Stämme stehen. Setzen wir die denn mal hin? Hier. Hier. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da müssten dann die Kakaobohnen eigentlich ran, dass die wachsen können. Fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4. Wir haben ja schon einiges hier. Ach nee, der Abstand passt nicht. So geht's nicht. Das muss ein weiter weg. Sonst kann ich auf der Seite keine Kakaobohnen anpflanzen. Müssen die Abstände ein bisschen anders sein. Also hier darf er nicht stehen. Er muss hier stehen. Und dann auch hier. So, so wird's passen. Von den Abständen her. Von der Seite. Und dann nochmal komplett von dieser Seite. Also der Bambus, der fasziniert mich. Der ist schon wieder fast ausgewachsen. Man kann super toll zugucken, wie der wächst. Wenn jetzt einfach mal so schaut. Schade, dass der unten nachher so kahl wird. Sonst könnte man einen richtig coolen Bambuswald davon machen. So ein richtiges Bambuslabyrinth. Keine Ahnung, war jetzt gerade so eine Idee. Hier ist irgendwas schon wieder fertig geworden. Kakaobohnen. Ja, wir haben ja noch mehr Tropenholz. Wir können eigentlich die ganzen Kakaobohnen verscherbeln. Oder hier aufs Land schmeißen. Was ist eigentlich mit dem Roggen?